Verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, verehrter Herr Kollege Krüger, also zunächst mal, dieser Antrag beinhaltet den Auftrag, einen Bericht über den Schaden vorzulegen. Was man darüber noch vertieft im Ausschuss diskutieren soll, erschließt sich mir nicht. Sie waren ehrlich und haben gesagt, man sollte den eigentlich ablehnen. Sie wollen diese Untersuchung nicht. Das Verhalten der SPD ist dafür weniger erklärlich. Zum Zweiten. Sie sind zu Recht auf die wichtige Frage eingegangen, inwieweit es denn eine Rolle spielt, ob man frühzeitig sich mit den erwartbaren Flüchtlingszahlen beschäftigt hat und Vorsorge betrieben hat. Wir haben dazu eine Position. Wir haben seit vielen Jahren dazu Debatten hier im Hauptausschuss, im Sozialausschuss geführt, wo wir genau das dem Senat immer vorgeworfen haben. Aber Sie müssen ja nicht auf die Opposition hören. Es reicht ja auch, das zur Kenntnis zu nehmen, was an dieser Stelle der Wirtschaftsprüfungsbericht feststellt. Und ich darf mit Erlaubnis des Präsidenten zitieren auf Seite 41. Obwohl intern im Lageso bereits mit höheren Flüchtlingszahlen gerechnet wird als vom BAMF prognostiziert, wurden daraus keine erweiterten Handlungen hinsichtlich der Suche nach Objekten und Betreibern für den mittel- und langfristigen Bedarf eingeleitet. Eindeutiger Befund. Und natürlich gibt es diesen Zusammenhang. Und natürlich ist es so, dass man sich nicht mit diesem Bericht begnügen darf, sondern dieser Bericht muss ausgewertet werden in zweierlei Hinsicht. Erstens hinsichtlich des Schadens, der entstanden ist, das beantragen wir, aber auch hinsichtlich der Beurteilung des Sachverhalts. Der Senator hat nach Vorlage dieses Berichts wiederholt in den Ausschüssen dargestellt, dass er nicht beantworten könne, wofür und unter welchen Voraussetzungen welche Zahlungen geleistet worden sind. Diese Auswertung steht aus, diese Auswertung muss vorgelegt werden und sie muss schnell vorgelegt werden. Alles andere hieße sich hier vor der Verantwortung zu drücken. Auf diese Kurzintervention will der Kollege Krüger antworten und er hat das Wort. Bitte schön. Herr Kollege, ich möchte nur auf eine Facette antworten. Schadenssummen feststellen setzt voraus, dass Schaden eingetreten ist. Und das ist doch genau der Punkt, über den wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Hier muss in jedem einzelnen Fall präzise nachgeprüft werden, welche Nachforderungen zu erheben sind, beziehungsweise wie die gestellten Nachforderungen nun kurzfristig zu realisieren sind. Das ist Aufgabe des Senats, nicht aber künstliche Zahlen zu berechnen, damit Sie eine Basis finden, dem Senator eine sozusagen in die Hörner zu schlagen. Das ist nicht der Sinn von Politik.